Auf geht's, meine Lieben. Ich wollte heute das Fundament legen. Wenn ich soweit komme. Dazu müssen wir natürlich erstmal alle Hochhäuser hier aufsteigen lassen, was gerade nicht geht, weil der Kaffee nicht da ist. Aber der kommt, der kommt. Ja, dann wurde ich darauf hingewiesen, dass ich mein Dings nicht angeschlossen habe. Das tut mir leid und da weiß ich nicht, wie ich es ändern soll. Also reißen wir jetzt den ganzen Kladderadatsch nochmal ab und bauen das Ganze nochmal neu. Wie gut, dass jemand aufpasst hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wo ist hier unsere Flöte? Die muss ja auch noch irgendwo mit rein, genau. Stelle ich den am besten hin. Das wäre schon toll gewesen, wenn wir dann noch einen. Da passt sogar noch einer. Ist ja krass. Das klappt aber nicht so gut. Der würde hier so reinpassen. Dann wäre nach unten hin fast noch genug Platz, wenn wir die Straße da wegnehmen. Wenn wir die Straße wegnehmen würden, aber die können wir nicht wegnehmen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das ist ja wieder komplett misslungen hier. Naja, das können wir ruhig so lassen, oder? Was wir noch machen können, ist den weiter nach außen schieben. Dann würde das vielleicht nicht mehr ganz so. Den zwei nach da holen. Dann passt das alles hier. Hier sind wir dann wieder glatt. Warum stelle ich die nicht eigentlich gleich nach außen, ich Trottel? Was ja hält in diesem Spiel. Guck, stellen wir den noch so hin. Gleich auf Linie, haben den angeschlossen und hätten das Problem nicht. Gut, und dann kommt das hier doch auch alles erstmal ganz prima hin. So, die Frage ist jetzt, ob wir die ganzen Tiere reinbekommen, die ich brauche. Oh Mann, erstmal den Tigerwald. Den haben wir schon mal. Dann haben wir hier die ganzen lustigen Korallen, die. Wo ist der Knutschefisch? Da ist der Knutschefisch. Wo ist der Manta-Rochen? Da ist der Rochen. Wo sind die Seepferdchen? Erstmal den Stachelfisch. Seepferdchen, und wo ist der Delfin? Den Delfin haben wir auch, gut. Dann machen wir noch ihn. Und den Räuber der Meere, der dazu passt. Und dann sind auch erstmal alle drin, die wir brauchen. Wir bräuchten aber mindestens noch einen, der irgendwie dann reinkommt. Das ist schon nicht so einfach. Wenigstens für den einen bräuchten wir den Platz noch und dann kriegen wir aber hier die Straße nicht mehr hin. Das ist ja echt bitter. Ist es ja eigentlich. Das sind nur Monumentstraßen, ne? Nicht wahr? Wir müssen also irgendwie so bauen. Dann funktioniert das zwar, aber wir haben keinen Anschluss mehr unter dieser Nummer. Frage ist dann, ob wir bei den drei einen wegnehmen könnten. Das war schon mal gesagt, getan. Nehmen wir einen raus und dann passt der ja auch dorthin. Kriegst du die Plattitude da rein und dann kannst du hier ein bisschen Liedchen spielen. Dann gehen wir jetzt erstmal das klären. Und jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil ich wieder zu schnell gedrückt habe. Naja, gut. An meinem dritten Haus klemmt das Tor. Irgendwas zieht an. Ich glaube nicht, dass wir was Gutes bekommen haben. Wacht, Hey, mein stehst Kaffeelieferant bereit? ist da. Und ich traue dem ganzen Kaffee nicht. Deswegen bauen wir da jetzt noch ein Schiffchen hin. Nicht wahr? Ah, da könnten wir noch ein bisschen Abholer könnten wir noch bauen. Hier kommt noch ein Abholer hin. Da kommt hier noch eine Straße hin. Da bauen wir hier noch einen hin. Denn wir haben bestimmt noch genug Kaffeepulver, wollte ich gerade sagen. Kaffeebohnen. Ja, da muss noch einer abholen kommen. Machen wir. Das läuft. Wir haben kein Holz mehr. Wir haben kein Holz mehr. Wann kommt der Lieferant? In 3 Minuten. Oh Gott, wir haben kein Holz mehr. Das ließe sich dann erstmal den auf 150 buffen. Es war klar, dass der Tag kommen würde. Und jetzt Spannen ist Sie der die da. Hosenträger und Nein, hier wird nichts gemacht. katapultialerweise. Gehen wir nicht auf den Sack.
So, 3500. Was sagt die Kapazität? Wann baust du eigentlich den Hafen um? Klappe! Wenn ich genug Fenster habe, wenn ich 1000 Fenster habe, können wir nochmal drüber reden. Da steht noch ein Bauernholz hin. Wir brauchen mehr Häuser. Wir wollen das jetzt hier alles hochstufen. Komm, wir nehmen jetzt mal kurz die Stadt. Obwohl, das macht eigentlich auch. Komm. Das sieht besser aus. Der steht dann hier mittiger. Ist alles die gut Insel so. Eines Konkurrenten jetzt wir die wird zwei. Belagert. Die stehen jetzt da drin. Dann würde ich ganz gern noch die Hochhäuser erhöhen. Warte mal. Das ist die 3, das wird jetzt zu 4. Das ist die 3, auch zu 4. Das ist die 2, die wird zu 3. Das ist die 3. Das ist die 3. Das ist die 2, das wird die 3. Das wird die 3, das wird die 4. Du bist auch die 4. Du bist die 3. Und du wirst gerade gar nichts, weil wir keine Stahlträger haben. Klasse. Hier gibt es 27 Stahlträger, die nehmen wir mit. Fahren dann mal kurz rüber. Ich brauche noch die nette Dame. Und vielleicht den auch nochmal. Erfolg zur See ist schon. Was gibt's hier? Brauchen wir nicht. Wollen wir nicht. Können wir nichts mit anfangen. Alles klar. Gibt's gleich eine neue Expedition. Hier fahren wir zum Botanischen Garten. Viel Spaß. Wo ist mein Experte da? Los geht's. Wachtschiff steht bereit. Gehen wir hier hin. Tucker mal ein bisschen schneller. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Da waren alle. Gut, zack, hätten wir das auch erstmal geklärt. Jetzt Tucker mal, jetzt Tucker mal, jetzt Tucker mal. Danke, danke, danke. Zack. Und wenn wir jetzt noch die Verladedame bekommen, bin ich eigentlich glücklich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird nichts. Wir kriegen alles, nur nicht das, was wir brauchen. Nein. Sieht schlecht aus. Ich würfel ja so gern. Den ganzen wunderlangen Tag, wo man gar nicht holt. Ja, wenn er funktioniert. Ah, guter Witz. Merk mich. Ja, die Verladedame, sehr schön. Wir die nämlich auch schon mal wieder hier. Wenn wir jetzt nämlich das Schiffchen bauen. Von allem noch mal ein bisschen was da. Du bist Stufe 2. Du bist Stufe 5, du bist Stufe 2. Warum seid ihr eigentlich alle Stufe 2? Ihr habt keinen Panoramablick, ihr seid alle schön. Ja, sobald wir genug Stahlträger haben, Freunde der Sonne. Was ist jetzt eigentlich mit dieser hässlichen Dings? Wenn wir die jetzt abreißen, meckert dann oben Vergnügte einer. Vergnügte Melodien entspringen meiner Leier. Na, sieht nicht so aus, als wenn er meckert. Und jetzt stellen wir das mal ordentlich hin. Ja, wann bauen wir den Hafen um? Boah, guter Witz. Arbeitskräfte hier plus 50%, hier plus 30%. In Sachen Arbeitskräfte ist das doch alles hier geregelt. Es wir bräuchten vielleicht noch einen mehr. Ja, plus minus null. Sehr gut. Haben wir noch irgendwo ein Häuschen übrig, was wir hier vielleicht auch hochstufen könnten? Ja, eins von denen. Ja, guck. Frisch wie eine. Wir sind wieder im Plus. Ich sing Halleluja. Ein Lächeln von mir. Halleluja. Dieser Ort bedeutet mir. Bedeutet ja alles. Das ist schön, dass er dir alles bedeutet. Aber bei mir bedeutet er nichts. Läuft ein. Kommen Sie mal schneller. Uns ist das Holz ausgegangen. Die Kapazität jetzt erhöht. In allen Winkeln wird gleich wieder Holz kommen. Kein Problem. Wir kriegen es wieder hin. Denn Roland bringt alles in Ordnung. Irgendwann. Hoffe ich. Habe ich denn schon mal überlegt, wo ich... Nein. Wo stellst du den denn hinten? Das ist eine sehr gute Frage, wo wir jetzt das Fundament überhaupt aufstellen wollen. Der einzige Platz, den wir haben, wäre genau hier in der Mitte. Ja. Ja, das wäre schon schön. Sagt die Polizei, kommt die eigentlich überall hin? Ja, so von der Prinzip her kommt die überall hin. Die steht also gut. Ja, der wäre hier ganz, wäre schon sexy hier. Ja, oder irgendwo da so. Aber da steht alles voll. Hier wäre auch noch irgendwie machbar und ja. Naja, also mit anderen Worten, ich weiß nicht. Da hat aber auch niemand gesagt, dass ich den auf dieser Insel bauen soll. Ja, logisch bauen wir den hier, sonst bleibt dann der Spaß.
Kann ich mich ja nicht drüber aufregen. Was wir hier ganz Kladderadatsch für haben. Oh Mann. Das ist so unlustig. Und sie sind Stufe 4. Was ist mit ihnen? Sie sind Stufe 4. Stufe 5. Stufe 5. Gebäude freigeschaltet. Ist er das jetzt? Ist er das? Ist er das? Ja! Nein. Also ja, aber noch 10 Stück. Wie bitte? 10? Ja, nicht 1, 2 oder 3, sondern 10 Stück. Ja mal, leg mich doch am Arsch. Woher nehmen, wenn ich stehlen? Naja, wir könnten zumindest die hier hinten alle aufsteigen lassen. Es wäre irrational, solche Güte verhaften. Wenn wir genug Stahlträger haben. Das scheint gerade echt ein Problem zu sein. Können wir nicht nur irgendwo Stahlträger hier kaufen? Es wäre alles in Ordnung, wenn wir hier mal so... Bretter ist ja... Ja, Bretter können wir überall kaufen. Das ist halt ja klar. Bretter brauchen wir nicht. Getreide sieht gut aus. So, Holz geht jetzt wieder hoch. 3500er Kapazität bekommen. Ja, das sind 1000 mehr als vorher. Alles ist hier nahezu auf Null geschrumpft. Wie sieht es denn mit unseren Autos aus? Die Autos sind voll. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir müssen da weniger produzieren. Phonographen halten sich bei plus minus null. Ja, solange die so stehen, ist alles in Ordnung. Was sagen denn unsere Uhren? Die werden ja zurzeit immer noch verkauft, um direkt Geld zu bringen. Ist ja toll. Aber wäre es nicht günstiger, die auch noch zu tauschen? Eine sehr gute Frage, die wir jetzt nicht beantworten. Nein, was wir jetzt tun werden, ist jetzt irgendwo nochmal Stahlträger zu produzieren. Und diese Mine wieder aufzubauen. Und dieses Haus. Haben wir uns noch was vergessen? Na, erstmal nicht. Gut. Schluss brauchen wir dann eine Straße. Hatten wir noch irgendwas Besonderes an Items bekommen? Ich glaube doch. Ja. Ja. Wartungskosten plus 50%. Mehr Glühbirnen. Und was war das dritte Item? Der Baukran. Ganz toll. Gut, aber den müssen wir doch noch irgendwo mit einbauen. Guck, der muss über den Poncho-Webereien und Hutmachern mit rein. Das heißt, der muss rüber. Den müssen wir da ganz dringend irgendwie mit einbauen. Ah, kriegst du hier noch ein paar Steine mit. Dann gucken wir jetzt mal, welche Items alle rüber können. Also, du gehst rüber. Ganz sicher. Mit dem können wir erstmal nichts anfangen. Minen könnten wir noch verbessern. Haben wir noch irgendwo jemanden, wo wir die Mine austauschen können? Bestimmt. Es war hier irgendwo noch ein 20er drin. Gelaufen. Und ich glaube, der war hier. Ja, der war da. Und hier könnten wir auch die Dings reinbringen. Das würde uns deutlich mehr Ressourcen bringen. Also vergiss, was ich gesagt habe. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Wollen wir das hier mit eintauschen? Dann kosten hier die Wartungskosten mehr. Dafür fackelt das hier weniger ab. Gut, du fährst erstmal hier dran vorbei. Bringst die Sachen ran. Wie ich das jetzt mit den Stahlträgern löse, weiß ich noch nicht. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Ich habe echt keinen Plan, wo ich das Fundament hinsetzen soll. Wirklich, null. Und wenn ich hier irgendwo Stahlträger gekauft kriege, dann wäre das echt toll. Ja, Maschinen haben wir ja zurzeit wieder genug. Also lassen wir die erstmal wieder außen vor. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Hier gibt es Eisen, hier gibt es Kohle, hier gibt es Kohle und Eisen. Mit anderen Worten, hier könnte man, wenn man wollte... Stahlträger produzieren, und zwar nicht geringen Mengen. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier das Teil noch verstärkt bekommen, kriegen wir erstmal alles, was wir brauchen. Aber das Problem ist, hier das auch ordentlich einzusetzen. Wir könnten auch die Steinproduktion komplett verlegen. Die zwei, die wir hier noch an Steinen haben, die hier noch produzieren, könnten woanders hingehen oder könnten wir statt des Lehms die Steine verkaufen. Aber das sind nur drei Stück. Der Maiskönig ist da! Nein, das ist ja hier. Das ist ja lächerlich. Das ist jetzt ja langsam witzlos. Ohne Scheiß. So, der geht raus.
Dafür kommt der rein. Deutlich besser, erhöht die Wartungskosten. Ist mir egal. Dann fährst du, wir müssen ja eh nochmal zurückfahren. Fährst hier erstmal ran. Der Maiskönig. Ich krieg einen zu viel. Ja. Fehlt ja nicht mehr viel. Wie kriege ich das jetzt hin? Vor allen Dingen, wir brauchen die Häuser eigentlich. Das ist der Witz. Wir bräuchten eigentlich die Häuser hier. Das ist der Witz. Das ist einfach. Eigentlich ist der Witz nicht lustig, aber ich schon. Ich finde das so schreit. Gut. Lassen wir es so stehen. Ich bräuchte hier. Es müsste produziert werden. Stahlträger. Der passt hier auch ganz wunderbar rein. Wir müssen nur noch den hier irgendwie unterbringen. Und zwar so, dass der auch irgendwie ganz sexy steht. Guck mal, das passt sogar. Das passt. Das ist ja Hammermama. Hammermama. Hat er jetzt noch ein Haus hingepasst, hätte, wäre es perfekt gewesen. Aber man kann nicht alles haben. Kriegen wir das hier mit der Feuerwehr hin? Oder muss ich noch hier jemanden hinstellen? Ne, da steht auch noch einer. Also das sind zwei Stück. Stahlträger funktioniert. Wir bauen eine maximale Beschränkung ein von 10. Du kriegst auch eine maximale Beschränkung von 10. Hier fehlen die Rohstoffe. Wann geht's damit, hier denn mal weiter? Damit kriegen wir hier die Stahlträger und können die erstmal rausnehmen. Nehmen die also mit. Steine lassen wir mal 50 hier. Gar kein Problem. Du bleibst den. Zumindest können wir den austauschen und kriegen. Warte. Weh, ich kann die Sachen jetzt hier nicht mehr reinpacken. Dann ist hier aber Achterbahn. Ja, kann das sein, dass ich die bei dem Dings anders gesetzt habe? Ja. Was soll ich sagen? Ordnung muss sein. Das Ganze nochmal von vorne, damit alle schön in der Reihenfolge sitzen. So, so und so. Wird uns die Seildings bringen. Weniger Wartungskosten. Das wäre auch nicht schlecht. Die nehmen wir aber mit rüber. Dann werden doch drüben wohl noch irgendwo eine Mine finden. Haben wir jetzt hier irgendwo noch was gebufft? Erstmal nicht. Ist hier noch was gebufft? Hier ist der drin, der da drin sein soll. Ja, so vom Prinzip her ist erstmal alles gut. Dann fahr nach Hause, nehm den Maiskönig mit. Und dann sieht es erstmal gut aus. Wir brauchen übrigens wieder mehr Arbeitskräfte. Das ist mir bekannt. Kann das sein, dass sie hier irgendwas nicht bekommen, warum die hier immer so schlecht gelaunt sind? Ja, das wird uns nicht helfen. Das Einzige, was wir hier machen können, ist das so. Und wenn die Arbeitskräfte erstmal wieder hinkommen. Hier Trübsal zu. Ist alles voll. Naja. Was wird sich so? Wie läuft das eigentlich mit den Weintrauben? Könnten wir da auf eine Weintraubenfarm verzichten? Bestimmt. Ja, guck mal. Könnte man auf eine verzichten. Ja, und dieses ganze Kladderadatsch, was wir hier haben, könnten wir hier rausnehmen. Ja, alles, was wir hier mal jemals aufgebaut haben, können wir hier jetzt deutlich besser und einfacher machen. Guck. Gucke mal. Wird das hier neu geregelt? Warte mal, das kriegen wir doch besser hin. Das kriegen wir doch besser hin. Zack. Zack. Ja, gucke doch. Das ist doch schon... Nee, in seinem Sinne, wir könnten ihn sogar seitlich legen. Guck. Dann liegt zwar nicht ganz so schön, aber gut. Die Kante würde ich jetzt ungern so nehmen. Ja, es wäre schon schön gewesen, wenn wir das hätten noch ein bisschen ändern können, aber... So what? Jetzt kommt hier die Straße hoch. Wunderbar. Wir hätten hier theoretisch Platz für ein Haus. Aber noch einen mehr bekommen. Oder... Wir nehmen die 5 hier weg. Packen die 5 hier schon mal daran. Können wir hier an der Straße durchziehen. Ist jetzt nicht ultra wichtig, aber das hätten wir dann schon mal geklärt. Und dann haben wir jetzt hier noch Platz für Industrie. So viel Platz ist. Ja, man könnte dann so einiges hier noch produzieren. So einiges halt, ne?
Ich hoffe mal, das funktioniert dann hier trotzdem noch alles recht gut. Es ist nur eine Farm, aber die hat es ja in sich, ja. Es ist ja nur keine, die wir hier, wo da mal schnell drei Weintrauben rumkommen, sondern da sind ja mehr 3000. Das sollte man sich dann gut überlegen, was wir da noch hinmachen. Arbeitskräfte. Arbeitskräfte. Ruhe. Hier gibt es keine Arbeitskräfte mehr. Wendemanöver. Tucker, tucker, tucker mal ein bisschen schneller. Wo sind deine Items? War gerade frisch eingekauft. Den hatten wir noch da. Wunderschön. Halt, halt schon. Jetzt den, dann den. Und du gehst auf die Route mit dem Kaffee. Ole, 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 ole. Kisten unter Deck! Neue Steine erstmal mitnehmen. Den nehmen wir mit. Den Maiskönig nehmen wir mit. Das Ding weiß ich noch nicht, ob wir das drüben gebrauchen können, aber ich nehme es erstmal mit. Fahr rüber. Wunderbar. Wir haben wieder drei Strahlträger. Dann, der ist schon Stufe 5, der ist schon Stufe 5. Der könnte Stufe 5 werden. Der ist jetzt auch Stufe 5, der ist jetzt auch Stufe 5. Du bist Stufe 2, bist auch Stufe. Du bist Stufe 1. Stufe 1? Wieso bist du Stufe 1? Wenn du jetzt Stufe 2 wärst, könntest du Stufe 3 werden. Ja, und wärst dann wieder voll. Voll wie eine Strandhaubitze. Die würde ich gerne beide auf Stufe 3 hauen, wenn wir genug Stahlträger haben. Wissen Sie, warum meine Investitionen so... Es ist halt unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Wie es ist. Wir haben, glaube ich, Stahlträger gerade gekauft. Das fiel auf. Weil es gerade instant mehr geworden sind. Du bist Stufe 3, du bist Stufe 3, du bist Stufe 3, du bist Stufe 2. Dann machen wir auf die auch noch Stufe 3. Dann lassen wir uns erstmal eine ganze Weile. Wie viel müssen wir noch? Wie viel müssen wir noch? Das ist doch immer komplett woanders. 7 Stück müssen noch ran, nur um das Ding erstmal zu bauen. Ja, also das Fundament. Ja, von den anderen brauchen wir gar nicht reden. Da weiß ich gar nicht, wie wir das machen wollen. Außerdem haben wir immer noch 150k minus. Und ja. Ist nicht so geil. Einige Kreaturen folgen uns. Super, super, super. Alles klar. Ja, also wir haben hier drüben ein bisschen Platz jetzt geschaffen, aber ich weiß immer noch nicht, was ich da hinstellen soll. Muss ich jetzt gestehen. Es wäre natürlich von Vorteil, da irgendwas reinzuhauen, was wir hier drüben nicht brauchen. Platz denken. Und ich liebäugel mit meiner Pelzindustrie. Wenn wir die komplett hier rüberstellen würden, könnten wir die erstens erhöhen. Ja, und zweitens hätten wir dann hier wieder Platz. Wollen wir noch gut überlegen. Ja, dann könnten wir auch diesen ganzen Kladderadatsch hier so ein bisschen... Ja. Komplett auflösen. Interessant, interessant. Das überlege ich erstmal. Dann mache ich mal kurz eine ganz kurze Pause und dann können wir ja gleich weitermachen.